Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Frankreich zeichnet sich bei der Stichwahl um das Präsidentenamt eine große Mehrheit für Amtsinhaber Chirac ab. Mit seinem Konkurrenten Le Pen vom Front National hatte es erstmals ein Kandidat der extremen Rechten geschafft, in den zweiten Wahldurchgang zu kommen. Um einen Erfolg Le Pens zu verhindern, hatten auch Sozialisten, Grüne und Kommunisten dazu aufgerufen, für den Neogaullisten Chirac zu stimmen. Die Wahlbeteiligung lag heute mit rund 80%, deutlich höher als in der ersten Runde vor zwei Wochen. Schicksalstag in Frankreich. So gemischt wie heute das Wetter an der Seine, so war auch die Stimmung in Paris. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, um diese Grundwerte ging es heute bei der zweiten Tour der Präsidentschaftswahl. Und er steht für diese Grundwerte, der Kandidat Jacques Chirac. Für ihn haben sich bis auf drei extreme Gruppierungen alle Parteien Frankreichs ausgesprochen. Die Alternative heißt Jean-Marie Le Pen vom rechtsextremen Front National, hier heute bei der Stimmabgabe im Pariser Westen. Seine Grundwerte heißen Arbeit, Familie, Vaterland. Das heißt eine andere Republik. Dass Frankreichs Verfassung durch Nichtwählen in Gefahr geraten könnte, das hat heute viele Franzosen mobilisiert, die beim ersten Mal zu Hause geblieben waren. Wir haben viel diskutiert unter Freunden und wir haben gemerkt, dass wir als Bürger aufgewacht sind. Leider bin ich beim ersten Mal zu Hause geblieben, jetzt aber habe ich begriffen. Die enttäuschte Linke, zum ersten Mal nicht bei einem zweiten Wahlgang vertreten, tat sich etwas schwerer. Zur Demonstration ihres Unmutes veranstaltete ein Ortsverein der Sozialistischen Partei eine Chirac-Wahlübung. Es geht darum, die Rechtsextremen zu verhindern. Ich wähle nicht Chirac als solchen, sondern mit Chirac stimme ich gegen Le Pen. So ist der heutige hohe Sieg für Chirac genauso zwiespältig wie der Himmel über Paris. Zu den ersten Hochrechnungen jetzt direkt aus Paris, Marion von Harren. Le Pen hat nach eigenen Maßstäben verloren. Das ist das vorläufige Ergebnis der Wahltagsbefragung von 20 Uhr. Danach hat er mit 17,9% knapp die erwartete Schwelle von 20% verpasst. Der Favorit der Wahl, Jacques Chirac, erreichte dementsprechend ein Ergebnis über 80%. Le Pen hatte sich selbst das Ziel von mehr als 30% gesetzt. Nach der Mobilisierung, insbesondere der französischen Linken, hat er dieses Ziel stark verfehlt. Das heutige Wahlergebnis ist ein Signal an die weitere Regierungsbildung, mit der Jacques Chirac morgen beginnen wird. Sein hoher Wahlsieg wird ihn möglicherweise veranlassen, statt der rechten Kräfte in seinem Lager einen gemäßigten Politiker zum neuen Premier zu ernennen. Die bisherige Jospin-Regierung tritt offiziell morgen zurück und damit zurück nach Hamburg. Mit seltener Einmütigkeit haben die Grünen zum Abschluss ihres Parteitages in Wiesbaden ihr Wahlprogramm verabschiedet. Schwerpunkte sind die Stärkung der Familie und der Bürgerrechte sowie eine Energie- und Agrarwende. An einer Weiterführung der Ökosteuer halten die Grünen fest, nennen aber keine konkreten Schritte. Ziel für die Bundestagswahl am 22. September sind mindestens 8% der Stimmen. Es war eigentlich wie immer. Auch in Wiesbaden scharen sich die Grünen bereitwillig hinter ihrer Leitfigur, der Wahlkampflokomotive Joschka Fischer. Ganz der erfolgreiche Außenminister erklärt er den Delegierten die Weltzusammenhänge und das Prinzip der Nachhaltigkeit. Wir müssen, wenn wir sagen, die Globalisierung gerecht gestalten, das demokratische Europa schaffen, weil ohne dieses demokratische Europa werden wir keine Chance haben. Aber auch Claudia Roth überzeugte die Delegierten mit ihrer kämpferischen Rede für mehr Demokratie und Gleichberechtigung. Sie betonte die grüne Kompetenz bei den Rechten der Minderheiten und forderte eine rasche Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes. Wir kritisieren nicht nur Menschenrechtsverletzungen, wenn sie in der Türkei, im Iran, in China passieren, sondern für uns sind Menschenrechte wirklich unteilbar und universell gültig. Also auch bei uns müssen sie gelten. Solidarisch und voller Selbstbewusstsein, so sehen sich die grünen Wahlkämpfer, allen voran ihr Spitzenmann, der auch auszuteilen verstand. Wenn ich mir die Steuerpolitik von Edmund Stoiber, die Vorschläge, die er gemacht hat, wenn ich mir die anschaue, dann wird er Deutschland in die Wüste führen müssen, weil er muss auf Manna hoffen. Anders ist das nicht zu finanzieren, was er vorstellt, liebe Freundinnen und Freunde. Einig waren sich die Grünen in der Einschätzung, dass es der momentan schwächelnde Koalitionspartner SPD ist, der den Fortbestand von Rot-Grün gefährdet.
Ein Harmonieparteitag, der gerade darin seine Tücken hat. Denn wenn die Grünen zu brav auftreten und ihre politische Zukunft nur in Rot-Grün sehen, dann verlieren sie ihr linkes Profil und damit an Gründen, sie zu wählen. Also eine Gratwanderung zwischen Selbstbestimmung und Anpassung. Nach der Bluttat in Erfurt hat der Oberbürgermeister der Stadt Ruge das Ordnungsamt kritisiert. Es sei Hinweisen, der Todesschütze habe eine Waffe gekauft, nicht nachgegangen. Das könne er nicht akzeptieren, sagte Ruge. Jede Parksünde werde geahndet, während man sich beim Waffenrecht mit Stichproben begnüge. Eltern und Lehrer in Erfurt fordern, das Waffenrecht zu verschärfen. Die Altersgrenze für den Kauf von Waffen müsse auf 25 Jahre angehoben werden. Gedenkkonzert in der Reglerkirche in Erfurt. Schüler der Musikschule gaben ihre Betroffenheit und Trauer über die schrecklichen Ereignisse in ihrer Stadt Ausdruck. Viele Musikschüler lernen auch im Gutenberg-Gymnasium. Am Nachmittag räumte der Oberbürgermeister Manfred Ruge Versäumnisse im Ordnungsamt ein. Der Amokschütze hatte die Tatwaffe von einem Privatmann gekauft. Der Verkauf der Waffe war dem Amt bekannt, aber der spätere Mörder hatte seine Tatwaffe nie in seine Waffenbesitzkarte registrieren lassen. Dies ist ein Thema, was am Montag sehr intensiv nicht nur diskutiert wird, da wird es auch Konsequenzen geben. Das sage ich ja auch im Raum der Stadt. Denn zwischen Stichproben und Stichproben gibt es bestimmte Unterschiede und auch bestimmte Dinge, die man so und so sehen kann. Und es kann nicht sein, dass Dinge, die beim normalen Ordnungswidrigkeitsverfahren eines Knöllchens zu 100% durchgezogen werden, die dann bei Waffenbesitz nur stichprobenmäßig gemacht werden. Wir werden das hier anders machen. Morgen beginnt für die Schüler des Gutenberg-Gymnasiums wieder der Schulalltag. Vorerst werden sie 4 Stunden am Tag in einer Ersatzschule unterrichtet. Nach der Sanierung des Gymnasiums sollen die etwa 700 Schüler im Herbst in ihr altes Schulgebäude zurückkehren. Unmittelbar vor dem Metallerstreik hat sich Bundeskanzler Schröder dazu geäußert. Es sei das legitime Recht der Arbeitnehmer, für ihre Forderungen zu kämpfen, sagte er der Leipziger Volkszeitung. Zugleich äußerte Schröder die Hoffnung auf eine nur kurze Streikphase. Ein Tarifabschluss müsse gesamtwirtschaftlich vernünftig sein, aber auch die Erwartungen der Arbeitnehmer berücksichtigen. Der erste Metallerstreik seit 7 Jahren soll in der kommenden Nacht beginnen. Mit dem Streik und der Wirtschaftslage in Deutschland befasst sich auch die Runde bei Sabine Christiansen heute Abend um 21.45 Uhr. Als erste deutsche Großstadt wird Freiburg im Breisgau künftig von einem grünen Oberbürgermeister regiert. Der 41-jährige Dieter Salomon erhielt im heutigen zweiten Wahlgang mehr als 64% der abgegebenen Stimmen und setzte sich damit klar gegen die Kandidatin der CDU durch. Salomon, der zurzeit Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stuttgarter Landtag ist, gehört zum realpolitischen Flügel der Grünen. Er wird sein neues Amt am 1. Juli antreten. Die USA wollen Palästinenser-Präsident Arafat weiterhin als Gesprächspartner akzeptieren. Das machte US-Außenminister Powell kurz vor dem Besuch des israelischen Regierungschefs Sharon in den USA deutlich. Sharon dagegen will die amerikanische Regierung dazu bewegen, Arafat fallen zu lassen. Dazu hat er angebliche Beweise für eine Verstrickung des Palästinenserführers in Terroranschläge im Gepäck. Bereits vor seinem Abflug hatte Regierungschef Sharon angekündigt, dass er Bush einen ernsten Friedensplan vorlegen werde. Erst eine regionale Konferenz, dann wieder Aufbau der politischen und wirtschaftlichen Autonomiebehörde, schließlich ein langfristiges Zwischenabkommen mit den Palästinensern. Pufferzonen entlang der Grenze von 1967, aber keine Räumung von Siedlungen. Mit dem Gepäck hat Sharon auch einen brisanten Bericht, den sein Minister Naveh heute vorstellte. Daraus geht hervor, so Naveh, dass Arafat direkt in terroristische Anschläge verwickelt sei. Mit dieser Arafat-Akte soll der amerikanische Präsident überzeugt werden, dass Arafat kein Verhandlungspartner mehr sein kann. In Ramallah empfing Arafat seinen ersten politischen Besuch nach Ende der Belagerung den ägyptischen Außenminister. Doch kein Wort zur Friedenskonferenz, kein Wort über politische Reformen. Seine eigenen Leute fordern Wahlen für die Führungsspitze, Auswechslung von Regierungsmitgliedern mit Fachleuten. Die Person Arafat soll jedoch aber nicht angetastet werden. Die Beilegung der Krise in Bethlehem hatte Arafat zur Chefsache erklärt. Griechisch-orthodoxe Mönche durften das traditionelle Osterfeuer in die Geburtskirche tragen. Doch für die 123 in der Kirche eingeschlossenen Personen bahnt sich noch keine Lösung an.
Wenn man Sharon in Washington öffentlich die Zustimmung für einen Palästinenserstaat abbringt, dann kann ihn zu Hause aber eine empfindliche Niederlage erwarten. Denn der Parteirat seines rechtskonservativen Likud will erst in einer Woche über die Frage Palästinenserstaat entscheiden. Der Irak will seine Erdölexporte in der Nacht zum Mittwoch wieder aufnehmen. Bagdad hatte die Ausfuhren vor einem Monat gestoppt, um damit so die Begründung gegen das israelische Vorgehen im Westjordanland zu protestieren. Andere arabische Staaten waren dem Beispiel aber nicht gefolgt. Irak darf seit dem Golfkrieg eine bestimmte Menge des Rohstoffs im Rahmen des UN-Programms Lebensmittel für Öl exportieren. Indien und die USA werden erstmals ein gemeinsames Militärmanöver abhalten, und zwar im Norden des Landes. Nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi sollen Kommandoeinsätze mit Fallschirmspringern geübt werden. Im Antiterrorkampf unterstützt Indien die USA, wodurch sich die Beziehungen offenbar deutlich verbessert haben. 1998 hatten die Amerikaner ihre militärischen Verbindungen zu Indien und Pakistan ausgesetzt, weil sich der Konflikt beider Staaten nach Atomwaffentests gefährlich zugespitzt hatte. Nach dem Flugzeugabsturz in Nigeria sind nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 148 Tote geborgen worden. Hier erste Bilder vom Unglücksort. Die Maschine der Fluggesellschaft EAS Airlines war gestern kurz nach dem Start in der Stadt Kano auf dicht besiedeltes Gebiet gestürzt. Dabei kamen nicht nur die Insassen ums Leben, sondern auch viele Menschen am Boden. Hinweise auf die Unglücksursache soll der Flugschreiber bringen, der bereits gefunden wurde. Nach 10 Tagen im Weltraum ist der südafrikanische Multimillionär Shuttleworth in der kasachischen Steppe gelandet. Er war der erste Afrikaner im All und der zweite Weltraumtourist nach dem Amerikaner Tito. Wir sehen uns wieder auf der Erde, rufen die Männer aus dem All. Für Mark Shuttleworth und die anderen verbleiben noch 3 Stunden bis zur Landung. Diesmal besonders schön zu sehen, die Soyuz-Kapsel beim Abkoppeln von der internationalen Raumstation ISS. Als der Fallschirm mit den Kosmonauten später sicher im Nirgendwo der Steppe Kasachstans aufschlägt, ist der schwierigste Teil der Operation geschafft. Der Afronaut, wie Mark Shuttleworth zu Hause in Südafrika genannt wird, hat seine Reise sichtbar gut überstanden. Osterkuchen statt Essen aus der Tube. Die Männer landen pünktlich zum russisch-orthodoxen Osterfest. In Moskau fiebert Mutter Shuttleworth der Landung entgegen. Sie verfolgt die aufregende Schlussetappe im Kontrollzentrum. Es war hart, aber für unsere Familie eine ganz einzigartige Erfahrung. Ihr Sohn bedankt sich unterdessen beim Team der Russen. Später sagt er, am meisten habe ihn beeindruckt, wie schön die Erde sei. Als Andenken an die Reise seines Lebens hat sich der Tourist ein besonderes Souvenir geleistet. Die Soyuz-Kapsel nimmt er mit nach Hause, nach Südafrika.